Die Firma Hefel spendet 1000 neue Bettdecken im Wert von 75.000 Euro für die Caritas Österreich. Sie setzt damit ein Zeichen in Zeiten, in denen immer mehr Menschen von Not und Armut bedroht sind, gerade jetzt, wenn der Winter vor der Tür steht. Wir sind mit der Kamera bei der Übergabe im Haus Elisabeth in Graz mit dabei. Doch vor dem großen Moment zeigt uns Sozialarbeiterin Maria Bauer ihr Haus. Hier wohnen 6 Frauen und 3 Kinder in der Wohngemeinschaft sowie 14 Frauen und 6 Kinder in der Notschlafstelle. Eigentlich ist das Haus Elisabeth nur als Ersthilfe geplant, doch manchmal kommt es anders. Eine Frau ist hier schon monatelang und es gibt Probleme. Ja, aber verstehen Sie das nicht, dass das Zimmer dafür nicht geeignet ist? Ja, ich meine, ich werde so bald wie möglich ausziehen. Ja, das haben wir jetzt seit 5 Monaten. Ja, ich meine, ich bin aus dem Gefängnis gekommen. Die Bewährungshelferin muss schauen, dass ich sichere bleibe. Sie nicht. Ja, Sie können mir nicht. Sie haben von einem Jahr gesprochen. Nein, niemand bis hat, zu einem nein, Jahr. Nein. Und das nehme ich wahr. Nein, niemand hat von einem Jahr gesprochen. Ja, das war so. Nein. Was ist hier zum Beispiel das Problem? Psychische Erkrankung. Mhm. Die Dame sammelt wahrscheinlich. Das ist messy. Also ich bin keine Psychiaterin, aber das kann ich diagnostizieren. Mhm. Und sie darf auch nichts mehr mit ins Haus nehmen. Und so plage ich mich jeden Tag. Was sind so die Hauptprobleme der Frauen, die zu Ihnen kommen? Ja, es ist Delogierungen, also nicht mehr Miete bezahlen können, Alkoholprobleme, Gewalt. Es ist, psychische Erkrankungen haben wir natürlich auch. Und was wir merken, ist zunehmende Gewalt bei Frauen. Also an Frauen oder? Nein, von Frauen, an Kindern, an Männern, untereinander, das merken wir seit einem Jahr, dass das stark zunimmt. Wir haben auch immer wieder Wegweisungen, also Frauen, die von zu Hause weggewiesen werden. Alkohol, Drogen merkt man auch stark im Zunehmen. Ältere Frauen ab 70 mit psychischen Belastungen, weil einsam, weil niemand mehr da, für den sie wichtig sind. Und hat sie die Arbeit hier und auch hat das für sie auch was verändert, für ihr Leben? Oh ja, ich bin wirklich zufrieden mit meinem Leben. Gell? Und wenn man manchmal glaubt, man hat so große Herausforderungen, große Probleme, dann braucht man nur dahergehen und sehen, wie das Leben wirklich ausschauen kann. Gell? Also ich bin wirklich dem Leben gegenüber sehr demütig geworden. Und auch dankbar, dass ich eine Ausbildung machen habe können, dass ich in Österreich geboren bin. Das allein schon ist ein Glück, ein großes Glück. Gell? Und ich glaube, das schätzen wir viel zu wenig. Die großzügige Spende von 1000 neuen Bettdecken wird in Caritas-Einrichtungen in ganz Österreich verteilt. Und zwar an Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer, die sich in Notlagen befinden und durch die Caritas vorübergehend ein Dach über dem Kopf, einen warmen Schlafplatz und Unterstützung erhalten. So will Hefel Textilgeschäftsführer Dr. Dietmar Hefel Menschen in Not helfen. Herr Dr. Hefel, warum meinen Sie, ist es denn für die Wirtschaft wichtig, auch im karitativen Bereich tätig zu sein? Ja gut, da gibt es 2 Argumente. Einmal der persönliche. Ich bin der Meinung, wenn es einem gut geht, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man hilft, vor allem jenen, denen es weniger gut geht. Oder? Und zweitens ist natürlich die Wirtschaft auch gefordert, oder? Sozialleistungen zu bieten, eben schon aus dem gesagten Grund, dass man eben denen hilft, denen es weniger gut geht und dass es ein Miteinander gibt zwischen Wirtschaft und sozialen Fällen, die auch durch die Caritas hervorragend betreut werden. Davon profitiert ja schließlich dann das ganze Land und vor allem die einzelnen Personen. Und deshalb ist es bei uns im Hause schon Tradition. Also ich mache nur das weiter, was mein Großvater schon vor Jahrzehnten begonnen hat. Und nach den Pressefotos werden die 9 Decken in den Zimmern im Haus Elisabeth verteilt und werden hier
für Wärme und Geborgenheit sorgen.